Ja, hallo, herzlich willkommen zum diesen Ausgabe virtuelles Torwarttraining Materialcheck. Es ist für euch vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig, weil ihr seht nur eine blaue Fläche, auf der bisher noch nichts zu sehen ist. Wir haben beschlossen, euch mal ein wenig Material vorzustellen, welches die blaue Mauer so im Spiel oder auch dann zum Training trägt, weil ihr immer wieder danach gefragt habt. Wir wollen daher mal mit einer Unterziehwäsche beginnen, die wir euch vorstellen möchten. Das hier ist jetzt eine Unterziehwäsche. Ihr werdet feststellen, da steht ein Firmenname drauf, den es nicht im Bereich Torwartausrüster gibt. Also weder die Firma Ullsport, Reusch, Adidas, Nike, sonst irgendetwas bietet dies für Torleute speziell an. Wir haben lange gesucht, denn die Wetterbedingungen, wir haben jetzt Januar, sind mit 1 Grad Schnee, Regen und auch leichtem Wind mehr als unangenehm. Vor allem, wenn wir jetzt draußen spielen müssen, egal ob das ein Kunstrasen ist oder ob das ein Rasenplatz mit Rasenheizung ist. Die blaue Mauer, keine Sorge, spielt nicht auf so etwas. Aber es könnte ja passieren, dass jemand von euch in solch einen Genuss kommt oder auch ein entsprechender Hartplatz. Wir kennen das alle, es ist nass und es ist eklig. Die erste Minute, ihr müsst gleich in die Pfütze rein, ihr seid nass und die restliche Zeit steht ihr rum und friert. Genauso ging es der blauen Mauer auch. Und da die blaue Mauer ja kaum Fett hat, ist es dann so, dass die blaue Mauer auch furchtbar gefroren hat und zum Teil schon der Unterkühlung nahe war. Und wir mussten etwas dagegen tun. Da wir bei den großen Herstellern nicht fündig geworden sind, haben wir lange gesucht und sind dann im Bereich Surfsport bzw. Tauchsportausrüstungsbedarf fündig geworden. Hier haben wir uns lange informiert und haben dann einen Versuchsballon gestartet, indem wir Unterziehkleidung für Taucher bzw. Schnorchler gekauft haben. Daher auch die Firma SEAC, die hier in dem Bereich Tauchsportausrüstung sehr bekannt ist. Und auch, man kann es hier lesen, Warmguard. Das ist eine Unterziehkleidung, die man normalerweise unter einem Taucheranzug trägt oder bei nicht allzu warmen Bedingungen dann als Schnorchler, als leichte Schwimmbekleidung anziehen kann. Sie ist seewasserfest, sie ist aus Neopren, einem sehr dünnen Neoprenstoff und wird dann normalerweise als Neopren 0,5 bezeichnet. Das soll die Dicke ungefähr angeben, also nicht jetzt hier keinen Zentimeter, sondern ungefähr 0,5 Zentimeter. Das werden wir sehen, trifft nicht ganz zu, das Material ist etwas dünner, aber es erfüllt vollständig das, was wir gesucht haben. Beschreiben wir nun zuerst einmal hier unser Oberteil. Wir können also sehen, das Ganze ist unten enger geschnitten, damit es auch unten sehr eng ansitzt. Und ihr könnt sehen, das Material ist extrem dehnbar. Denn diese Kleidung muss am Körper extrem eng anliegen. Sie muss so eng anliegen, dass sich keine Luftpolster zwischen Kleidung und Haut aufbauen können. Die Erklärung ist ganz einfach. Der Neoprenstoff, den wir hier sehen, hat eine hochporöse Oberfläche. In diese hochporöse Oberfläche dringt nun Wasser ein und bildet mit dem Neoprenstoff jetzt eine Isolierschicht, die entsprechend einer Fettschicht von Wasserlebewesen wie Robben, Seelöwen oder auch dicken Menschen verglichen werden kann. Diese Flüssigkeitsisolationsschicht dämmt mehrfach besser als eine Luftschicht. Sie hat ein paar Nachteile, dazu dann später noch einmal, aber diese Flüssigkeitsschicht muss aufgebaut werden und darf nicht durch eine Luftschicht von der Körperoberfläche getrennt werden, sonst funktioniert das Material nicht. Also sprich, das Zeug muss nass sein und es muss eng auf der Haut liegen, sonst isoliert es nicht. Deswegen auch hier nichts größer kaufen, damit es schlabberig hängt, sondern das Zeug muss presssitzen wie eine zweite Haut. Daher haben wir hier auch dann diese Größe genommen. Wir haben beim Tauchsportausrüster uns beraten lassen, haben entsprechend mehrere Größen probiert und sind dann hier bei einer Zwischengröße hängen geblieben, die wir dann der blauen Mauer gekauft haben. Sie ist jetzt in der zweiten Saison im Einsatz. Jetzt wird sie natürlich an mancher Stelle etwas zu eng. Das heißt, die Bündchen, die hier auch an den Oberarmen sitzen, schneiden jetzt schon langsam ein und auch der Halsabschluss hier oben, der ebenfalls den Hals dicht abschließt, sodass auch hier
keine Luft wirklich reinziehen kann, ist ein wenig zu eng geworden. Wir werden im Sommer, weil im Sommer das Material eher verfügbar ist als im Winter, hier dann nochmals ein entsprechendes Stück für den nächsten Winter wahrscheinlich bestellen. Wir werden vielleicht wahrscheinlich aber dann eher bis zum Herbst warten, dass wir mit dem Wachstum nicht ganz so in Konflikte kommen. Denn im Sommer braucht man eine solche Unterziehklamotte als Torwart nicht. Außer ihr spielt am Polarkreis. Ja, nochmal zum Material selbst. Wir haben überall dichtende Bündchen, sowohl auch unten wie an den Armen oder am Kragen, die wir schon vorgestellt haben. Die Dünne des Materials kann man hier dann auch zwischen den Fingern so ein wenig sehen. Das ist nicht allzu dick, das Material. Es liegt wirklich sehr eng auf der Haut. Es trägt nicht auf und sorgt also wirklich dafür, dass man nicht friert. Solch ein ähnliches Stück gibt es von der Firma Reusch. Da ist es dann ein sogenannter Shorty. Das heißt, wir haben hier die Hose noch gleich mit dabei. Dabei gibt es keine Arme, sondern hier oben nur ein paar Träger, die hier wie eine Art Latzhose dann den Brustbereich ein wenig schützen. Und das Material ist wesentlich dicker. Dickeres Neopren isoliert natürlich wesentlich besser. Nur ist es dann so, dass durch die großen Bereiche dann immer wieder kühle Flüssigkeit eingetreten ist. Das fand die blaue Mauer sehr unangenehm, weswegen sie dieses Stück nicht so gerne trägt, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht trägt. Das hier hingegen sitzt wie eine zweite Haut. Nirgendwo dringt hier wirklich in großen Mengen kühle Flüssigkeit ein. Durch die entsprechenden eng sitzenden Bündchen ist der Körper hervorragend auch geschützt. Und damit baut sich die Isolationsschicht wesentlich besser auf und der Körper bleibt im Chor entsprechend warm. Jetzt gibt es das Ganze noch als Langarm. Man kann sich natürlich fragen, warum habt ihr nicht als Langarm genommen? Ja, ist ganz einfach. Irgendwo muss die Wärme denn auch hin. Denn wenn es da draußen mal wirklich jetzt wärmer werden sollte aus Versehen, was in unseren Wintern hier in Mitteleuropa derzeit so ein bisschen Standard ist, dann haben wir hier das Problem, dass es dann schnell zu warm wird. Und diese Wärme muss abgeführt werden. Das passiert dann über die Unterarme hier ab den Bündchen, sodass auch hier die Finger durch warmes Blut aus der Körpermitte entsprechend sauber versorgt werden. Man bekommt auch nicht so schnell kalte Hände, vor allem wenn der Oberkörper hier im Chorbereich und auch im unteren Bereich von den Nieren entsprechend warm ist. Ja, na klar, zur entsprechenden Oberbekleidung gibt es natürlich auch dann die Hose. Ja. Diese haben wir hier. Man kann auch hier schön und deutlich sehen, dass diese Hose aus dem Tauchartikelbereich kommt, denn wir haben hier auch das entsprechende Neoprenmaterial, welches hier sitzt. Die Hose hat ein eng geschnittenes Bündchen oben, welches zusätzlich noch über Schnüre fixiert werden kann. Auch unten an den Beinen sind die Bündchen jetzt entsprechend eng und schließen den Oberschenkel vollständig ab. Wir haben hier einen anderen Hersteller. Die Firma Maris, diese bietet dann eine solche Unterziehkleidung auch an, da nicht dann als Warmguard, sondern hier heißt das Thermoguard und ist genauso wie das SEAC-Material ausgeführt. Es ist also ein sehr enges Neoprenmaterial, welches gedacht ist, um unter der Tauchkleidung eine zusätzliche Isolationsschicht darzustellen. Ja. Die Hose, wie gesagt, hat auch enge Bündchen, sodass auch hier nichts reinzieht. Oben kann man es wunderbar abschließen, sodass auch hier nichts passiert. Das Material ist extrem widerstandsfähig. Das muss man einfach so sagen. Wir drehen die Hose einfach mal rum. Dann sieht man hier so im hinteren Beckenbereich hier die Verfärbungen vom Kunstrasen. Weil im Herbst, wenn es dann auch schon mal kühler geworden war, die blaue Mauer dann immer noch eine kurze Hose getragen hat. Und die so rutscht natürlich dann öfters mal bei Paraden oder dergleichen hoch, sodass Granulate sich hier einlagern und auf dem Material reiben. Wir können hier deutlich sehen, das Material hat hier nicht gelitten, sondern es gibt nur ein paar Verfärbungen, die auch beim Waschen nicht rausgehen. Das ist jetzt weiter nicht tragisch. Es reduziert die Fähigkeit des Materials in der Isolation kein Stück, sondern sorgt eigentlich eher dafür, dass man sich keine Sorgen machen muss darüber, dass jemals dieses Material wirklich so schnell durch Benutzung kaputt gehen kann, sondern die Empfehlung, die wir da bekommen haben, war wirklich ganz hervorragend. Nochmals zum Neopren selbst. Das Neoprenmaterial
sollte auf der Haut verbleiben, solange wie unser Torwart auch wirklich im Moment in der Kälte steht. Keinesfalls solltet ihr das Material ausziehen, wenn unser Torwart noch draußen steht. Denn, wie ja gesagt, bildet sich hier zwischen den Poren des Neoprens ein Flüssigkeitsfilm, der mehrfach besser isoliert wie die Luft. Unterbricht man jetzt diesen Flüssigkeitsfilm in Kontakt zur Haut, dann passiert Folgendes, dass sofort Luft dazwischen kommt und die Luft, da diese wesentlich schlechter isoliert, entzieht der Haut und damit dem Körper sofort Wärme. Es wird sofort kalt und unser Torwart erleidet einen fast schlagartigen Wärmeverlust. Um das zu vermeiden, solltet ihr das Material, auch wenn es vielleicht ein bisschen wärmer geworden ist, anlassen, bis ihr in der Kabine wieder seid, dort erst ausziehen und dann sofort ab unter die warme Dusche, damit ihr euren Körper wieder aufwärmen könnt, denn ihr werdet sehen, es wird kalt, wenn ihr das Material wirklich auszieht. Nehmt das Material zudem mit unter die Dusche, wascht es dort gleich aus, denn das Material hier drin, es fühlt sich gummiartig an, dieses Neoprenmaterial saugt sich natürlich voll mit eurem Schweiß, mit kleinen Hautschüppchen und allem drum und dran, sodass sich das Ganze dann doch irgendwann einmal zu einem Bioflor entwickelt, der mehr als unangenehm riecht. Das ist Tauchern bekannt und es gibt da auch diverse Tipps. Der beste Tipp ist ganz einfach, dass ihr das nach dem Training, nach dem Spiel, unter der Dusche mitnehmt, einfach auswascht und damit dann die ersten Teile dann herausnehmt. Gewaschen wird das ganze Material ohne Schleudern im Schonwaschgang bei 30 Grad mit einem Feinwaschmittel. Bitte nicht schleudern, sondern das Material einfach nur ein wenig ausdrücken, dann auf die Leine hängen und trocknen lassen. Ja, so haben wir jetzt hier die vollständige Kombination aus der Hose von Maris und dann dem Oberteil der Firma SEAC. Und das ist das, was die blaue Mauer dann im Moment als Unterkleidung unter dem Torwart-Trikot bzw. der Torwart-Hose trägt, auch im Winter. Er kann auch bei bestimmten Witterungsbedingungen so 3, 4, 5 Grad plus im Winter auch in Kurz spielen. Zwar nicht unbedingt im Kurzarm-Trikot, das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu kühl an den Unterarmen, aber letztendlich, er kann in kurzer Hose spielen, ohne dass es kühl wird, weil die Unterziehhose die Oberschenkel so hervorragend warm hält und den ganzen Nierenbeckenbereich auch, sodass diese großen Muskeln, die sich dort befinden, nicht allzu schnell auskühlen. Das Oberteil hier gibt es natürlich auch von der Firma Maris, heißt dann Thermoguard. Genauso wie es die Hosen auch von der Firma SEAC gibt. Wir haben hier einfach mal beides genommen, weil es in der Größe so verfügbar war und von uns mitgenommen werden konnte, um das ganz einfach auszuprobieren. Die nächste Unterziehkleidung wird vielleicht dann von nur einem Hersteller sein. Wir haben keinen Unterschied feststellen können an der Qualität für den Verwendungszweck, den wir haben, bei Maris oder von SEAC, sodass wir beide Firmen vollkommen uneingeschränkt empfehlen können. Bitte kauft euch kein dickeres Material, denn ihr geht sonst ein. Ihr überhitzt und weil ihr dann überhitzt, habt ihr einen Leistungsverlust, könnt gegebenenfalls sogar Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Hier bei diesem Material ist das doch dann vielleicht nicht ganz so einfach, Überhitzungsprobleme zu bekommen, weil das Material sehr dünn ist. Das heißt aber dann auch, dass wenn unser Torwart vielleicht mal längere Zeit sich nicht bewegt und damit vielleicht dann doch sehr viel Kälte abgestrahlt wird, dann kann es passieren, dass das Material natürlich dann auch auskühlt, die Isolation ist dann nicht mehr so optimal, unser Torwart beginnt ein wenig zu frösteln. Bewegung hilft auch da, sie hilft sogar dann wesentlich besser als die Bewegung, wenn wir normale Kleidung tragen und dann vollkommen durchnässt sind, denn dieses Material beginnt dann sofort wieder hervorragend zu isolieren, die Körperwärme wird durch den dünnen Flüssigkeitsfilm auf der Haut sofort wieder gespeichert und damit dann auch reflektiert. Die Isolation ist damit wieder hergestellt. Ihr dürft also nur nicht stehen bleiben. Das ist ein aktives Material. Es braucht also körperliche Aktivität, um euch entsprechend gut zu isolieren. Wir würden es jetzt nicht unbedingt einem Spieler empfehlen, weil bei einem Spieler könnte es passieren, dass dieser durch seine ständige Bewegung irgendwann doch dann das Ganze als zu warm empfindet. Aber für einen Torwart, der immer wieder mal Standzeiten hat, der immer wieder mal sich nicht im
höheren Bewegungsmodus befindet, war dieses die richtige Entscheidung. Und daher können wir nur sagen, uneingeschränkt als Unterkleidung zu empfehlen. Sollte das jetzt einer der Hersteller sehen, Ulsport, Reusch oder ein anderer Hersteller, dann nehmt euch das Ganze doch vielleicht mal zu Herzen. Also wir hätten es jetzt lieber gehabt mit einem Ulsport-Logo oder mit einem Reusch-Logo, weil dann hätten wir auch ganz eindeutig hier zeigen können, das ist für Torleute und für Torleute gedacht. So sieht man jetzt an dem Video nur, dass das ein Produkttest von einem, wir sagen es mal salopp, Tauchanzug ist. Ist aber kein Tauchanzug, wir benutzen ihn nicht so, also jedenfalls, ja, ein Tauchanzug ist es, aber wir benutzen ihn halt nicht so, sondern wir benutzen dieses Material als isolierende Unterbekleidung für den Winter, für Fußball-Torleute. So, damit wollen wir schließen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und viel Erfolg für eure Wintersaison.